Willkommen zurück. Ihr erkennt es vielleicht schon an der Stimmung. Es ist wieder Big Run. Die Salmoniden sind auf dem Vormarsch. Ich in meinem Assi-Outfit werde ebenfalls in den Kampf ziehen. Denn es gibt wohl einen neuen Obersalmoniden zu entdecken. Und den würde ich auf jeden Fall mal gerne vor die Linse kriegen. Oh, stimmt. Wir sind auf einer neuen Stage. Also nicht neu, beziehungsweise halb neu. Mit dem letzten Update kamen die hinzu. Aber inzwischen gibt es schon wieder neue Arenen. Ich bin nicht mehr auf dem Laufenden. Blaster, na hervorragend. Ist das nicht eine mega ungünstige Stage für uns? Weil die so klein ist und so unübersichtlich. Die können hier überall herkommen. Na, das wird lustig. Der neue Obersalmonide, der heißt wohl Horoboros. Also an Uroboros angelehnt, die Unendlichkeitsschlange, die auch in Xenoblade Chronicles 3 eine wichtige Rolle spielt. Moment, ich habe das hier schon ewig nicht mehr gemacht. Ist überhaupt mein Job. Bosse killen? Da. Hat funktioniert. Jetzt müsste ich nur noch irgendwie hier rauskommen, was mir nicht gelingt. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, wo der Korb ist. Wo ist denn der Korb überhaupt? In der Mitte? Würde irgendwie Sinn machen, oder? Hier ist auf jeden Fall keine gute Stelle, um zu verweilen. Das sollte man sich merken. Okay. Naja, jetzt die ersten paar Runden muss ich mich erst wieder reinfinden. Und danach kann ich vielleicht mal versuchen, irgendwas Cooles zu machen. Obwohl ich ja, wie gesagt, beim letzten Mal... Habe ich es schon gesagt? Ich weiß es gar nicht. Beim letzten Mal habe ich die Goldstatue um 3 Eier verpasst. Und ich war tatsächlich wahnsinnig enttäuscht davon. Ich dachte wirklich, es würde reichen. Ich glaube, ich war noch nie so enttäuscht, dass ich irgendwas in einem Videospiel nicht erreicht habe. Aber ich weiß auch nicht, ob ich dieses Mal nochmal so viel Schmackes mitbringe, um das nochmal hinzukriegen. So viele Matches zu machen und es dann hinterher doch nicht zu schaffen, das ist wirklich... Ich glaube ja auch, dass es halt immer schwieriger wird, ne? Je älter das Spiel ist. Weil die Spielerschaft wird immer geringer und die Spieler, die übrig bleiben, sind normalerweise die, die gut sind. Also wird es auch immer schwieriger, in diese Top 5 reinzukommen. Top 5 ist auch echt fies, oder? Okay. Warte, warte! Oh, ich dachte, die Runde wäre schon vorbei. Deswegen... Aber da waren noch Sekunden übrig. 33 ist gar nicht so schlecht. Obwohl, doch, eigentlich ist es schlecht. Weil, was musste man beim letzten Mal erreichen? 137 oder sowas? Das ist schon ziemlich krank. So, wo ist denn hier ein guter Spot, um anzufangen? Aber mit diesem Kugelgedöns hier komme ich auch nicht so richtig. Da bin ich noch nicht so richtig warm geworden. Was immer so lange dauert, bis man mal präzise schießen kann und dann ist es auch schon vorbei. Der kommt bestimmt hier hoch, oder? Der Grablachs, war doch klar. Das war doch klar. Hier ist gerade so viel los. Das funktioniert. Sehr gut. Aber, wow, da war noch einer. Wäre hervorragend, wenn wir die ganzen Eier ab... Bin ich schon wieder down? Das hat nicht viel gefehlt. Und... Wieso? Wo ist der Letzte? Wir brauchen noch ein Ei. So. Überleben ist hier erstmal angesagt. Nein, lass mich gehen. Ah, diese Waffe. Ich will hauptsächlich überleben, damit ich mal, ne, die Chance krieg später auf den Obersalmoniden. Piu, 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 piu. Die schon mal gespielt, die Waffe? Ich kann mich gar nicht erinnern. Das ist dieser... Die kann man aufladen und dann 5 Schüsse hintereinander abgeben. Aber die einzelnen Schüsse sind natürlich nicht so stark wie bei einer regulären Konzentratorwaffe. Den hatten wir noch gar nicht. Haben wir alle daneben geworfen. Da waren mindestens 3 oder 4. Und wir haben alle daneben geworfen. Wo ist denn der Kollege? Jetzt können wir wieder zurück hier ins Leben. Ich glaube, das macht keinen Sinn hier. Warte, nein, nicht jetzt. Ich bin beschäftigt. So, da hinten ist irgendwo ein Kollege. Er lebt wieder. Wieso ist denn der Korb jetzt auf einmal nicht mehr da? Die ganzen Eier liegen da vorne, ne? Wir sind so aufgeschmissen. Wir kommen hier nicht mehr weg. Das wird nichts. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das noch fertig kriegen. Ich weiß doch gar nicht, wo ich hin soll, ehrlich gesagt.
Ich kann hier mal den Korb ein bisschen frei halten, aber das ist auch alles. Aber das ist halt eigentlich schon die beste Strategie, ne? Immer in der Nähe des Korbs zu bleiben und die Monster auf sich zukommen zu lassen. Aber die meisten Leute, die machen das irgendwie nicht. Die stürzen sich immer nach vorne. Dann liegen die Eier irgendwo da rum, wo du nicht mehr rankommst. Nun gut. Milkpesi, das weltbeste Fischei, unterstützt mich unter anderem in dieser Runde. Ich mag den Himmel. Der sieht aus wie ein Bowser's Fury. Ich frage mich, ob das exakt der gleiche ist. Das wäre irgendwie witzig. So Copy und Paste. Kann man ja mal machen. So ein Sky Dome. Ist bestimmt nicht schwierig. Und spart Ressourcen. So. Mal gucken, was kann man auf dieser Arena noch Gutes tun? Peppa, man sich nur irgendwie absprechen könnte, ne? Ich nehme immer die rechte Seite oder irgendwie so. Aber man verschwendet, gerade gegen den Typi, verschwendet man immer so viel Tinte. Und dann wird man von den Kleinen überrannt. Flop. Da wirft jemand mit Eiern, das ist gut. Mhm. Mal gucken, was meine Kollegen noch so abziehen hier. Weg mit dem kleinen Gedöns. Ich hab gleich keine Tinte mehr. Jetzt ist es soweit. Komm ich hier noch hoch? Sieht gut aus. So, zwei von unseren Kollegen sind down, aber... Wo ist denn der andere? Da. Okay, er lebt wieder. Dann ist ja alles in Ordnung. Wo kommen die Raketen her? Jetzt wird es schon wieder wahnsinnig voll hier. Ich bin auch... Ich bin auch Legende, also die Gefahrenstufe ist relativ hoch. Aber eigentlich willst du das ja auch, weil sonst kannst du gar nicht in den Bereich kommen, wo es möglich ist, so viele Eier zu sammeln. Danke. Nein, geh mir doch aus dem Weg, Mann. Das ist einer der nervigsten Gegner. Soll ich mal hier... Ist zwar noch die erste Welle, aber es musste sein. Es bringt ja nichts... Es ist sich aufzusparen, wenn man dadurch dann stirbt. Auch wenn es die erste Welle ist. Holy Macaroni. Ich dachte, das war genau ein HP davor, dass ich gestorben wäre. Guckt mal an, wie krass der Rand ist. So. Ich frag mich, wie hier... Ich bin noch gar nicht drauf gekommen, wie hier Ebbe und Flut funktioniert. Hier ist auf jeden Fall was, das unter Wasser gesetzt werden kann. Interessante. Und die Spezialfarben. Das war ja letztes Mal ein bisschen schade. Ich kann den nicht erreichen von da aus. Da habe ich den Profi-Kleckser eigentlich mehr. Ach, ich habe gar nicht mehr den Profi-Kleckser. Ja. Natürlich, die Waffe ändert sich ja ständig. Wir kriegen den nicht down. Also ich kann es auf jeden Fall nicht machen. Ich habe nicht die Range. Ich komme nicht so hoch. Eigentlich ist dafür der Sniper zuständig. Aber als ich die Sniper-Waffe hatte, habe ich es auch nicht geschafft. Also... Ich kann mich nicht wirklich beschweren. So, jetzt habe ich mal ein Ei. Ich bin gefühlt durch 5 Eier durch und jedes Mal ist es verschwunden. Manometer. Also für den Lag haben sie definitiv noch nichts gemacht. Obwohl ich den Eindruck hatte, dass die Salmoniden, wenn sie weiter entfernt sind, jetzt mit weniger Frames spielen. Damit zumindest da ein bisschen weniger Slowdown herrscht. Weil Slowdown in diesem Spiel, oder vor allem hier in diesem Modus, ist tödlich. Weil die Zeit trotzdem normal weiterläuft. Ja, du darfst nur langsam spielen durch den Slowdown, aber die Zeit läuft in Realgeschwindigkeit runter. Das ist... Oh oh. Super nachteilig. Wo ist der Typ hier? Genau. Nein. Nein. Nein! Wo bin ich hängen geblieben? An diesem einen grünen Fitzelchen da. Oh, Hilfe. Sind noch welche am Leben hier? Ah ja, okay. Ich komme nicht da hoch, oder? Ich komme nicht da hoch. Nicht in diesem Leben. Ja, jetzt bringt es auch nichts mehr. Heiliges. Ja, das ist eine taffe Arena. Hier wird man sehr schnell überrannt. Weil die Salmoniden sehr kurze Laufwege haben. Was ist das denn für eine Waffe? Also, Kaligra. Den mag ich. Damit kann man sich um die kleinen Salmoniden kümmern. Ist das eine Spezialphase? Mutterschiff? Mutterschiff ist gut, im Prinzip. Solange man sie nicht komplett über den Haufen rennen lässt, kann man hier richtig viel Eier machen. Eigentlich sogar die meisten. Mhm. Nehmen wir das noch mit. Siehst du, jetzt hat er mir wieder das Ei weggeschnappt. Ich bin einfach immer zu langsam. Oh Gott, das sollte eigentlich eine Tintenrolle werden.
So, da oben sind welche. Die kümmern sich um den Bereich. Ich höre was, ich höre was. Kann ich den überhaupt abwehren mit meinem dummen Pinsel? Ich weiß nicht, die Range... Das reicht nicht, ne? Ich kann nichts gegen das Ding machen. Cheat. Müssen die anderen übernehmen. Leute? Hat er abgezogen? Ich glaube eins. Aber das kann man noch verkraften. Wo sind die ganzen Körbe? Da. Meine Güte. Aber Eier kriege ich keine. Eier sind nicht für mich gedacht. Da ist aber wirklich immer jemand, ne, der das Ei wegnimmt. Das ist der Hammer. Ich bin eigentlich... Freut mich, dass die da so gut dabei sind. Nur gleichzeitig kommen wir trotzdem nicht auf eine gescheite Eierzahl. Obwohl die mir die immer klauen. Nur die Quote erfüllt. Das ist gar nicht mal so beeindruckend. So, kann ich von da oben irgendwo auf den Typi hier gehen? Ja, so halbwegs komme ich ran, ne? Aber man muss sich schon sehr anstrengen. Oh, oh, weg hier. Kriege ich das Ei da noch rein oder habe ich mal wieder keins? Geschafft! Ja, aber das wird noch nicht für den Obersalmoniden reichen. Das ist erst die zweite Runde. Oder doch? Irgendjemand hat wohl die Leiste voll gehabt. Der Horroboros. Ich habe keine Ahnung, was ich gegen ihn machen muss. Oh, was ist das für ein ohrenbetäubender Schrei. Also gut. Aber ich denke mal, es ist auch... Na toll, jetzt habe ich die beste Waffe im gesamten Spiel dafür. Not. Ich denke mal, es ist wichtig, ihn nach wie vor mit Eiern abzuschießen. Oder hier irgendwie in die Fresse? Mal gucken, ob wir damit was anstellen können. Jetzt klaut er mir wieder das Ei, oder? Das war so klar. Stier! Wieso ist es heute so schwierig, Eier einzusammeln? Und jetzt habe ich es daneben gebraucht. Ich lasse auch mal was los, ja? Der ist hart zu treffen. Hält aber auf jeden Fall genauso viel aus wie der andere. Also es ist nicht einfacher geworden. Ah, diese Waffe. Okay, wo ist er denn überhaupt? Ist das eine Spezialattacke, wenn er das Ding aus seinem Mund aus abfeuert? Bestimmt kann man da irgendwie drauf schießen, wenn man das genau trifft. Yes! Der andere hat es geschafft. Nee, keine Chance, Mann. Ich komme an den nicht ran. Es gibt auf dieser Map aber auch wirklich wenig Chancen, den richtigen Winkel für den zu kriegen. Können wir den killen? Danke. Man verliert ihn sehr leicht aus den Augen. Oh oh. So, hier liegt ein Ei rum. Heftig. Ja, den kriegen wir nicht down, aber zumindest nervt er nicht so krass wie der andere. Obersalmonide, weil der fliegt ja nur hier rum, ne, und macht gelegentlich mal eine Attacke. Und springt nicht auch noch durch die Gegend. Das ist ein bisschen entspannter. Übelst. Ja, diesmal haben wir blaue Tinte. Das kann ja nur hervorragend enden. Er ist eingefärbt, sehr gut. Irgendwie ist das ungünstig, wenn der Korb hier oben ist. Ich habe den lieber in der Mitte, muss ich ehrlich sein. Ist die Waffe hier gut geeignet, um kleine Salmoniden zu killen? Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher. Es ist, glaube ich, der Fall. Aber hier gegen die Großen hat man jetzt nicht wirklich gestiegen. Aber gegen die Großen hat man irgendwie nie. Da gibt es nur ganz wenige Waffen, die ordentlich gegen die vorgehen können. Und wenn derjenige, der die Waffe hat, das dann nicht macht, dann ist man immer sehr schnell im Nachteil. Ey, das war mal ein guter Kill. Eier, Popeye, Regen. Das ist eine der schlimmsten Sachen. What? Zum Beispiel, wenn man schon angechippt ist und dann noch in den Regen kommt, ne? So, ich muss mal kurz den Korb hier frei machen. Machen Sie sich bitte frei. Komme gleich. Ja, das unterschätzt man manchmal. Wenn man den Korb nicht frei hält, dann kriegt man die Eier da nicht hin. Und das ist immerhin das Ziel dieses Modus. Wo kommen die denn jetzt auf einmal her? Ich bin da gerade noch vorbeigelaufen und da war nichts. Danke für die Unterstützung. So, wir brauchen noch ein Ei. Wenigstens eins. So. Okay. Ja, aber eine gute Runde wird das nicht.
Vielleicht verlieren wir sogar. Ja, gerade noch geschafft. Aber eine Runde, in der du einmal nur 24 Eier hast, kannst du eigentlich direkt in die Tonne kloppen. Du musst mindestens 40 machen jedes Mal. Das ist echt krank. Nein! Wieso? Wo kommen sie denn her? Können die hier hochkommen? Ich hab Angst. Ich hab Angst. Können sie nicht, ne? Die können nicht an Wänden klettern. Nur irgendwann fangen sie an zu springen und dann wird's ungemütlich. Und dieser Moment passiert dann auch so richtig plötzlich, ohne dass man es mitkriegt. So, das sind die ersten Eier. Das hat lange gedauert. Das ist alles andere als auch gut. Und die Wand ist jetzt ausgerechnet eingefärbt, oder? Da, wo ich hoch wollte. Boah, das ist irgendwie mega mühsam, hier die Eier zu sammeln. Seit wann ist denn das so mühsam? Geht das her? Fallen die jetzt in den Abgrund? Die werden schon wieder geklaut. Nein! Lass das da liegen. Man kann sich in diesem Modus, kann man sich nicht... Kann man sich nicht erlauben, die Eier liegen zu lassen. Das spielt sowieso keine Rolle. Oh, der Quadhopper Noir. Mit dem kann man bis zu viermal diesen Ausweichmove machen. Ich weiß nicht, ob das wirklich was bringt gegen die Salmoniden, aber wir werden das herausfinden. Oh, hi. Oh mein Gott, warum? Manchmal, ne? Ist das super pingelig, wie man das einfärben muss. Vor allem, wenn ein Stück von diesem Kreis out of bounds ist, wo man gar nicht drankommt. Besonders fair. So, Tinte für mich. Das ist das Geräusch, das meine Waffe macht. Das war eine perfekte Imitation. Ja, nerv halt, Junge! Oh oh. Das sind aber viele. Das sind aber viele. Oh nein. Hat einer auf mich abgesehen. Der muss weg. Das ist das Schlimmste, wenn die den Bereich um den Korb immer eingefärbt halten. Das ist eine Katastrophe. Okay, nur mein Kollege ist anvisiert. Mach ich einfach mal den Typen hier. Ich habe einfach eine Tinte, Mann. Wo ist meine Tinte? Ist da einer von uns, der gerettet werden will? Natürlich. Warum habe ich das gemacht? Weil ich wieder mal nicht gesehen habe, dass ich schon wieder keine Tinte habe. Wo ist die denn? Ich bin die ganze Zeit nur am Aufladen. Dann schieße ich zwei Schüsse und dann habe ich wieder keine Tinte mehr. Hilfe. So, das macht zumindest mal die Schicht komplett. Aber ja, ich weiß auch nicht. Es läuft nicht so optimal. Ah, ich habe einen. Das ist wieder die vom letzten Mal. Alter, das ist sowas von unnatürlich, wie hoch das Wasser hier kommt. So muss es sein, wenn man von der Flut überrascht wird. Ach, Mothership? Ah, okay. Dann gehen wir mal zum Mothership. Kann man das hier einfärben? Vielleicht so eine kleine Abkürzung. Fluchtweg. Guck mal, der mit der Sniper, der hat eigentlich die besten Chancen, die Körbe vom Himmel zu holen. Hier nützt mir die Waffe eigentlich gar nicht großartig was, ne? Diese starke Bärfluviator hier. Vielleicht um ein bisschen aufzuräumen. Kommt bloß alle vom Himmel. Niemand mag euch. Oh, hoppla. Oh. Okay. Du fliegst genau richtig hier vorbei. Hat er sich eine gute Route ausgesucht. Das kann man sich ja zunutze machen, ne? Wenn man sieht, dass die über den Korb hinwegfliegen, dann könnte man die eigentlich so lange am Leben lassen, bis sie über dem Korb sind. Und dann hat man da direkt diese ganzen Eier. Aber wie gesagt, das ist auch wieder mehr was für Absprache und nicht für Randos. Was ist denn der Typ, der nicht mehr am Leben ist? Jetzt lebt er wieder. Ja. Boah, was für eine schlechte Runde. Wir müssen noch mehr Körbe zerstören. Mutterschiff muss mehr bringen. Muss mehr Ausbeute bringen. Kommt dann gleich nochmal das Mutterschiff. Aha.
Hier unten noch ein Ei. Boah. Doch noch okay geworden. 41 ist in Ordnung. Aber man bräuchte das halt in jeder Runde. Und das ist das Problem. Oh, kein Obersalmonide. Killgrill. Ja, immer mal ein bisschen Abwechslung. Schadet nicht. Nur die Waffenauswahl, die wir hier als Team haben, die ist furchtbar. Die ist furchtbar. Besonders für diese Phase, weil zwei von diesen Dopplern mit kurzer Range, das ist alles andere als optimal. So, ich bin anvisiert. Ich frag mich gerade, wo ich hier sicher bin. Irgendwo hier oben. Das ist nicht schlecht. Und auf keinen Fall die Eier klauen lassen, Mann. So, ich geh mal hier hoch. Oder haben die den? Sehr gut. Ah, da ist noch einer. Help, 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 help. Wieso sind die immer nur hinter mir her? Ja, so. Wäre geil, wenn wir mal ein paar Eier abtransportieren. Das Schlimmste an dieser Phase. No! Sind ja gar nicht die Killgrills, wollte ich gerade sagen, sondern die kleinen Viecherchen, die da überall rumlaufen. Oh oh. Danke. Wir haben schon so viele gekillt. Wo sind denn die ganzen Eier? Ja. Da sind sehr viele Eier, sind wegtransportiert worden und einfach rumgelegen. Aber du kommst halt einfach nicht dazu. Du bist mehr am Verteidigen als am Eier einsammeln. Da kommen sie. Aha. Das ist eigentlich... Wo kommt die denn jetzt schon wieder her? Sind die hier hochgelaufen? Das ist nicht erlaubt. Das ist nur für uns. Sehr gut. Rein mit den Eierchen. Ich hatte gehofft, ich könnte das so cool einsammeln. Und wie immer, wenn ich was Cooles versuche, ist es von vornherein zum Scheitern verurteilt. So. Machen wir mal so eine kleine Kette. Der hier darf auf keinen Fall überleben. Ich bin zu geil auf die Eier. Guck dir das an, Mann. Wie viele hier sind. Ah. Oh oh. Holy smokes. Ja, das Problem ist ja nicht, dass es nicht genug Eier gibt, sondern dass man sie nicht abtransportiert gekriegt. Kriegt. Schwimmt da einer? Nee. Nur eingebildet. Bear Pluviator. Das ist die Chance, nochmal einen Obersalmoniden kennenzulernen. Geh du nur hinterm Korb vorbei. Yes. Oh, Stapler, Stapler, Stapler. Boah, wenn du sogar mit der Bärwaffe kaum gegen die Massen hier ankommst, ne, das bedeutet was. Das war gut, dass der drauf geht. Oh! Jetzt ist der Korb schon wieder komplett eingeölt. Leute, lasst mich in Ruhe. Ich will eigentlich nur meinen Kollegen wieder befreien. Hab ich ihn getroffen? Ich glaube ja. Shoot, ey. So, das war das letzte Ei. Schön ist anders. Und jetzt, keine Ahnung. Überleben ist angesagt. Lock die hier mal noch kurz weg. So, das müsste es eigentlich sein. Yes! Da kommt er nochmal. Der Horrorboros. Was hat er da im Maul? Ist das eine Pfanne? Ich frag besser nicht. Das könnte alles sein. Was habe ich denn für eine Waffe? Junior-Kleckser. So. Das ist sehr gut. Ich weiß gar nicht, macht das auch extra Schaden, wenn man dem das aufs Maul zimmert?
Oder verhindert man damit nur, dass er die Attacke macht? Nein, das ist schon wieder so ein Vetter und ich kriege ihn nicht weg. Immer diese Vettern. Vetternwirtschaft. Bringt das was? Okay. Na gut, wenn er jetzt gerade da ist, dann muss ich es wohl dahin schießen. Ich würde einmal kurz gerne hier hoch. Please. Oh, das ging daneben. Ich wollte sie mir in die Fresse zimmern und es hat nicht funktioniert. Komm schon. Und ist immer zu weit weg. Haben wir eine Chance, das zu schaffen? Es wird sehr knapp. Nein, wieso wird... What? Jetzt nicht mehr. Wo ist denn unser letzter? Oh, dieses Chaos, Mann. Hier bin ich. Help me. Wo sind sie denn? Da. Dang it. Wir hatten voll die gute Chance, hatte ich eigentlich das Gefühl, aber dann kamen wieder zu viele. Hey, eine Goldschuppe. Cool. Habe ich, glaube ich, seit 10 Jahren nicht mehr bekommen. Heftig. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.